in Kanada geboren worden und er hat einerseits indianische Vorfahren, andererseits auch irische und schottische. With this novel, though, I was able to go through many of the things I think the characters had to. Sich selber sein, sich überlegen, was man sagen möchte, eine einfache Struktur machen, nicht jedes Wort aufschreiben und auswendig lernen, dann kommt es gut. Und ich bin überzeugt, wenn Sie das nächste Mal in der Gelegenheit sind, dass Sie etwas sagen dürfen vor anderen Leuten, dann freuen Sie sich drauf. Das wäre nämlich mein Ziel. Ich habe mich auch auf heute Morgen gefreut und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe einen grossen Lebenstraum, irgendwann einmal ein Buch zu schreiben. Inzwischen sind es zwei geworden, jetzt bin ich am dritten. Und es ist, glaube ich, für jeden Autor einfach das Schönste, was er erleben kann, wenn er am Schluss mit seinen Büchern von einer Buchmesse gehen darf. Also die Textbox, muss ich sagen, hat mich gerade sehr fasziniert. Die habe ich zum ersten Mal erlebt und die beiden Leute, die in der Textbox standen, haben tolle Sätze von sich gegeben. Dieses Jahr haben die folgenden Autoren von Pro Helvetia einen Werkbeitrag bekommen. Und zwar sind das aus der Deutschschweiz Urs Augsburger, Eva Burkhardt, Franz Dodel, Simon Fröhling, Nora Gormringer, Martin Henning und dann ein Duo. Und an der Masse ist lesen und zeichnen und rumschauen. Ja, hat Spass gemacht. Also das Kappa-Musikbuch lassen wir jetzt signieren, aber es ist noch nicht fertig. Ich finde durchaus, dass Rap eine Berechtigung hat, an einer Buchmesse stattzufinden. Weil Rap ist eine moderne Form von Poesie. Rap ist Linguistik, die zwar im Volkstum daherkommt. Das ist vielleicht nicht so intellektuell hochstehend wie gewisse literarische Werke und so, aber es ist die Sprache der Leute. Darum habe ich probiert, die Wörter von Anfang an in die richtige Richtung auf den Weg zu schicken. Von Anfang an in die richtige Richtung zu denken. Wenn ich gemerkt habe, dass sich jetzt nicht das Wort in meinem Mund anfängt zu verhaken, habe ich probiert, den Mund umzudrehen. Die Halter in China sind die Stäbchen, schon nicht zu verstehen, warum die Leute mit Stecken essen, wo es doch Gabeln gibt. Und wenn man dann einmal die Stäbchen halten könnte, wäre es nur gut und recht. Schön ist alles auf kompaktem Raum, ist ideal für den Besucher. Ich habe es sehr gut aufgeteilt gefunden, habe es sehr inspirierend gefunden, habe gefunden, dass es auch sehr viele kleine Verlage hat. Hosenluft, eine freche Kulturgeschichte des Schwingens. Sind wir eigentlich lieber das Schwingfest als kulturelle Veranstaltungen? Ist mir heute Morgen ein Tram in Sinn gekommen, hier aus Basel. Ich würde lieber in einem Postauto sitzen und an ein Schwingfest fahren. Es ist relativ offen und herzlich. Und auch wenn man an Stand von gewissen Verlagen geht, man wird wirklich offen begrüßt. Und ja, es ist nicht so eine Massenabfertigung. Zusammen mit Kapitän Schweigen, als man hier in Bühnen. Und das ist hier einmal zusammen verbunden. Das spannende, globale. Verwischte Konturen, auf denen kein Zucken, Stirnrunzeln oder Gähnen zu erkennen war. Und wenn das Licht einen Namen hat, dann muss es auch ein Gesicht haben. Ich war vor zwei Jahren schon mal an der Buch Basel und es hat sich enorm entwickelt. Also, vor zwei Jahren war es an meinem Hinterhof irgendwo und jetzt ist es doch toll, wie es sich entwickelt und wie viele Leute es auch kommen. Durch einen neuen Standort hat man es ganz bestimmt gewonnen. Ja. Auch die vielen Veranstaltungen haben. Durch das, dass sie sehr verschieden waren, sehr vielfältig, haben sie auch ein unterschiedliches Publikum hergebracht. Und das finde ich gut. Also bis jetzt läuft es sehr gut. Die Leute sind sehr interessiert. Es sind auch sehr viele Leute hier, die sich unsere Bücher anschauen, die sich unsere Prospekte anschauen. Man hat das Gefühl, sie kommen teilweise wegen den Lesungen und sind dann aber auch sehr erfreut darüber, dass sie natürlich über das Buch generell noch weitere Informationen bekommen. Klar, wir kommen als Zürcher Verlag gerne nach Basel. Was haben wir gekauft? Comics, Lucky Luke. Für mich war das Highlight ganz sicher die Verleihung des Schweizer Buchpreises, weil ich das einfach immer extrem spannend finde, wer nachher kommt. Und ich habe mich im Vorfeld auch ziemlich damit auseinandergesetzt. Und also ich freue mich sehr für Linda Nacciaboni.